Hi ihr Lieben, nach meinem Post gestern habe ich eine Frage zum Thema Schnellspinnflügel bekommen. Und zwar, was der Schnellspinnflügel eigentlich macht. Und das sind mehrere Sachen. Zum einen kommen die meisten Schnellspinnflügel, wenn man sie kauft. Das hier ist das Luette Victoria mit dem Schnellspinnflügel mit zusätzlichen Übersetzungen. Im Falle von dem Rad ist das ein Wirtel, der hier zusätzlich kommt. Bei manchen anderen Rädern sind das Wirtel, die man dann austauschen kann oder so, dass man schnellere Übersetzungen hat. Ja, also dieser vierte Wirtel kommt mit dem Schnellspinnflügel. Dazu kommt, dass ein Schnellspinnflügel in der Regel leichter ist. Wir sehen hier, dass der hat diese dünnen Aluarme und so. Dadurch haben wir weniger Luftwiderstand und das Ganze lässt sich leichter treten, auch in höheren Übersetzungen. Das ist natürlich vor allem dann toll, wenn wir wirklich, wirklich feine Fäden spinnen wollen. Dann brauchen wir mehr Drall, also höhere Übersetzungen. Plus, dass es vielleicht dann doch nicht ganz so schwer zu treten ist, weil höhere Übersetzungen, das ist so wie ein bisschen beim Fahrrad, die höheren Gänge lassen sich einfach immer schwieriger treten. Dazu kommt, dass die meisten Schnellspinnflügel mit eigenen Spulen kommen oder es eigene Spulen dafür zu kaufen gibt. Wie diese hier, die sind sehr viel kleiner, da geht nicht so viel drauf und die haben eine sehr, sehr viel breitere Achse, auch im Vergleich, was auch dazu führt, dass der Einzug sich nicht ganz so fest anfühlt, was praktisch ist für sehr, sehr feine Fäden und auch da das Ganze einfach nochmal so ein bisschen leichter geht. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Das hat es mit Schnellspinnflügeln auf sich. Ich finde, die lohnen sich wirklich nur, wenn man tatsächlich eh schon sehr, sehr feine Fäden spinnt. Die machen nicht von alleine die Fäden super fein. Aber dann kann es definitiv eine Überlegung wert sein.